Das ist eine große Ehre für mich, weil ja ein Torwart nicht so oft ausgesucht wird zum Spieler der Saison. Und ja, fürs Fußballfachmagazin und für Fußballfankultur dann auch dafür noch gewählt zu werden, also ist schön für mich. Auch das ist Anerkennung und ist auch eine ganz, ganz große Ehre für mich. Ich weiß nicht, wie lange gibt es den Preis schon? Neun. Na ja, dann aber traditionsreich. Ja. Nö, also an sich finde ich Freunde ein ganz gutes Magazin. Kennt die Zeitschrift überhaupt gar nicht. Marco, sofort 5 Liegestütze! Das Training hat jetzt begonnen! Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so und ihr so zahlreich erschienen seid zur ersten Elf-Freunde-Meisterfeier hier im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz. Wie sieht's in Ihnen aus? Und nun soll ich also diese Laudatio halten. Und ich mache das, was jeder, glaube ich, macht, der sich über jemanden informiert. Ich habe gegoogelt. Jürgen Klopp und gut aussehen 20.800, Jürgen Klopp und hässlich 10.300. Knapper Sieg. Jürgen Klopp und wahnsinnig 83.000 Ergebnisse. Jürgen Klopp und mental stabil 3. Das ist aber alles nicht so wichtig. Ich ende einfach mit der einzigen Zahl, auf die es ankommt. Jürgen Klopp und deutscher Meister. 291.000 Ergebnisse. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen Klopp. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Jump, 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 jump. Elf Freunde, die Meisterfeier. Präsentiert den Newcomer des Jahres, Mario Götze. Mario Götze. So, ja. Ich sehe das. Am 26. April hat Manuel Neuer das Torwartspiel auf eine Qualitätsstufe gehoben, von der wir nicht wussten, dass es sie gibt. 10-mal tauchten Rooney, Giggs und Co. alleine vor ihm auf, und zwar so alleine, dass die Partie zwischen Schalke und United 0-10 hätte enden können. Am Ende hieß es 0-2, aber sein persönliches Spiel hatte Schalkes Nummer 1 8-2 gewonnen. Zum Spieler des Jahres der Saison 2010-2011 gekürt, Manuel Neuer. Tja, Manuel. Nun wirst du gleich wieder in Abwehrhaltung gehen und vom Kollektiv sprechen, vom Vertrauen des Präsidenten, der Unterstützung der Scouting-Abteilung und dem besonderen Verhältnis zum Trainer. Aber herzlichen Glückwunsch, Jörg Schmadtke. Vielen Dank dafür. Aber ich muss schon sagen, dass natürlich auch ein paar Leute um mich herum damit einen Verdienst haben. Zum Beispiel meine Scouting-Abteilung, auch wenn es keiner hören will. Aber auch die Mannschaft, die natürlich super gespielt hat, die Dinge, die man sich ausgedacht hat, umgesetzt hat. Also deswegen gilt der Preis ja nicht nur mir, sondern 96.
Wir prämieren den besten Nebendarsteller. Natürlich eine wunderbare Sache für Kakao. Der ist ja seit Monaten an der Leiste verletzt. Sollte längst operiert werden. Mit seinen Toren und seinem unermüdlichen Einsatz hat er dazu beigetragen, um nicht zu sagen dafür gesorgt, dass der VfB Stuttgart nicht in der zweiten Liga absteigen musste. Ich habe mich sehr gefreut über die Auszeichnung als bester Nebendarsteller. Das war für mich eine Ehre, die Mannschaft in dieser wichtigen Situation, im Abstiegskampf, zu helfen. Einen Sonderpreis wollen wir deswegen vergeben, weil wir vor 3 Jahren unser Frauenfußballmagazin Elf Freundinnen aus der Taufe gehoben haben. Und die allerersten Reaktionen von unserer wertkonservativen Leserschaft waren so, dass Elf Freundinnen zerrissen zurückkamen in Plastiktüten mit der Versicherung der Eidesstattlichen. Ich habe es nicht angefasst und ich habe es auch nicht gelesen. Inzwischen hat sich das geändert. Es war es wert, es war eine tolle WM und ich denke mal auch mit dem richtigen Sieger. Und ist jetzt... Bei der Geburt getrennt, 11 Freunde. Fanden es natürlich ganz, ganz großartig, dass Sie alle hier waren, dass ihr alle hier wart. Feiern wir noch schön und haben wir noch einen schönen Abend zusammen. Schön, ja, dass Sie da sind. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und tschüss.